stehen wir am Beginn einer Entwicklung, die man vielleicht als Katastrophenrally bezeichnen könnte. Heute die Märkte ja schon nach oben gegangen, nachdem es gestern doch ziemlich deutlich nach unten gegangen ist. Aber jetzt könnten übergeordnet ein paar Faktoren ins Spiel kommen, die die nächsten Tage, Wochen, ja vielleicht Monate sogar prägen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Gestern ging es runter, wahrscheinlich aus zwei Gründen. Der erste Grund war, dass die Fed die Zinsen um 0,5% gesenkt hat. Da war man kurz euphorisch, hat sich dann aber die Frage gestellt, was weiß die Fed mehr als wir wissen? Praktisch die Überlegung, Mensch, wenn die schon so stark die Zinsen senken, dann müssen die doch etwas wissen, was wir noch nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen die Aktienmärkte dann runter gestern an der Wall Street und damit natürlich auch DAX und Co. Und dann eben auch der Super Tuesday, der vor der Tür stand, also diese Vorwahlen der Demokraten in den USA mit der Befürchtung, dass hier Bernie Sanders sich durchsetzen wird, aber das war dann nicht der Fall, sondern es hat sich Joe Biden durchgesetzt, im Prinzip der Kandidat des Establishments und heute dann noch der Rückzug von Bloomberg, der auch gesagt hat, ich unterstütze jetzt Joe Biden und damit wird es für Sanders immer schwieriger, Sanders ja das Schreckgespenst geradezu der Wall Street. Da wäre die Party dann endgültig vorbei, wenn der Präsident würde, aber das wird nun unwahrscheinlicher, wir sehen hier die Wettquoten, da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass Biden das Rennen macht bei 70%, dass Sanders das Rennen macht nur noch bei 18 Cent. Dazu praktisch auch Elizabeth Warren aus dem Spiel und. Also das läuft jetzt alles sehr auf Joe Biden hin und damit kann die Wall Street leben. Wir haben zum Beispiel heute dann jetzt eine massive Rallye gesehen bei Pharmawerten, Versicherungswerten in den USA, die von Sanders nichts Gutes hätten erwarten müssen und können. Dementsprechend war das schon mal die erste Beruhigungspille. Das hat die asiatischen Märkte schon mal nach oben gebracht. Aber jetzt kommt etwas ins Spiel, was vielleicht noch viel wichtiger ist, nämlich die Tatsache, dass praktisch jetzt der letzte Fluchthafen für Renditesucher geschlossen ist. Die Fed hat gestern die Zinsen 0,5% gesenkt. Wahrscheinlich wird es sogar noch weiter nach unten gehen. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt mit einer Rendite unter 1%. Das ist natürlich jetzt ein riesiges Problem für Geldverwalter, die irgendwo Rendite herkriegen müssen. Und das war bisher möglich durch vergleichsweise ausfallsichere US-Staatsanleihen. Da hat man bis vor kurzem ja noch 1,5-2% etwa für eine 10-jährige US-Staatsanleihe bekommen. Das wird jetzt immer weniger. Damit werden die Anleihen immer unattraktiver. Damit praktisch die finanzielle Repression, kann man sagen, immer drängender. Und die Frage ist, wo kann man dann noch hin? Und dann ist eben die einzige Alternative vielleicht der Aktienmarkt, weil man sich sagt, hey, es gibt keine andere Chance mehr. Und diese Überlegung wird dann auch unterstützt, eben durch diese massive Flutung von Liquidität, die wir sehen, nicht nur durch die Zinssenkung heute. Die Fed hat heute erneut wieder 100 Milliarden Dollar in den Repo-Markt gepumpt. Das ist das eine, also Liquidität auf der einen Seite und jetzt eben wahrscheinlich noch stehen ja EZB, Bank of England etc. an, wahrscheinlich eben auch vielleicht noch Stimulusmaßnahmen durch die Staaten. Heute hat Kanada die Leitzinsen um 0,5% gesenkt, wie gestern die Fed. Also da wird jetzt reingepumpt. Natürlich ist das fundamental alles nicht gerechtfertigt, was dann möglicherweise in einer solchen Katastrophenrallye passiert. Die Finanzmärkte würden sich damit noch weiter von der Realwirtschaft abkoppeln, aber das ist ohnehin der Fall. Und jetzt eben sozusagen vielleicht das Liquiditätssignal, dass sich hier dann durchsetzen wird gegenüber dem fundamentalen Signal, wo man sagt, naja Leute, wir werden massiv schlechte Zahlen bekommen und das ist natürlich der Fall. Die Unternehmen werden wirklich grottige Zahlen teilweise vorlegen. Wir sehen Wirtschaftsindikatoren wie heute Autoverkäufe China, -80% könnte man fortsetzen. Allerdings haben wir heute recht gute Zahlen gesehen aus den USA mit ADP, Arbeitsmarktbericht. Um und bei in der Wartung mit einem besseren ISM-Index Dienstleistung. Also das ist jetzt die Situation, in der man ist. Man wird damit rechnen, dass die konjunkturellen Daten, dass die Unternehmensdaten schlechter werden. Aber die Frage ist, wie stark ist die Gewichtung zwischen diesen fundamentalen Faktoren und den Liquiditätsfaktoren? Und da zeigt die Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht ist, dass sich die Liquiditätsfaktoren durchsetzen. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die vielleicht diese These unterstützen könnten. Was wir hier sehen, ist die Exposure, ist praktisch das Investment, die Veranlagung von Geldern hier gerade im Volatilitätsbereich. Da sind viele jetzt rausgehauen worden aus dem Markt, wie diese Grafik zeigt.
Man ist also so ein bisschen unterinvestiert nach diesem massiven Schock. Dazu sehen wir, dass jetzt der Pessimismus so gering ist wie seit Jahren nicht mehr gegenüber US-Aktien im S&P 500. Und normalerweise ist so, wie Sentiment Trader hier zeigt, dass die letzten 10 Mal, als der Wert so gering war, historisch gesehen, ist in 100% der Fälle der S&P in den nächsten 2-3 Monaten mit einer Rallye um die Ecke gekommen. Durchaus möglich, dass es eben diesmal auch so kommen wird. Und das trotz Coronavirus. Wir sehen jetzt, dass erstmal hier die Fallzahlen auch in den USA wahrscheinlich nach oben gehen. Schlichtweg, weil jetzt immer mehr Tests auch erst zur Verfügung stehen. Damit muss der Markt rechnen. Hier übrigens interessanterweise die Mortalitätsraten. Je jünger, desto geringer. 0,2% bei 10- bis 19-Jährigen, bei 20- bis 29-Jährigen auch 0,2%, also meine Altersgruppe, dann 30- bis 39-Jährige und. Und es beginnt dann erst bei den 50-Jährigen mit etwas über 1% und bei den 80-Jährigen sitzt dann schon über 14%. Auch das ist ein wichtiger Fakt, ebenso wie vielleicht die Tatsache, wie viele Betten stehen eigentlich pro Einwohner zur Verfügung in verschiedenen Ländern. Das ist die Zahl der Krankenhausbetten für jeweils 100, für 1000 Leute, eine Statistik der Deutschen Bank. Und da ist Japan und Korea ganz vorne, also die Länder, die eigentlich betroffen sind. Deutschland an vierter Stelle, während die Amerikaner ziemlich weit hinten sind. Also da ist die Infrastruktur gar nicht so gegeben, um eine solche Epidemie oder Pandemie möglicherweise überhaupt behandeln zu können. Schauen wir uns mal die Volumina an den Märkten an, die der Fall sind. Heute schon etwas geringer. Wir haben gestern noch mal viel Volumen gesehen. Der Spider, das maßgebliche ETF auf den S&P 500 mit fast 300 Millionen Kontrakten wieder. Wir waren da am 28.02. bei 385. Bevor hier die Panik einsetzte, waren wir bei 57, 48, 74. Also eine ganz andere Hausnummer. Da ist plötzlich was ganz anderes am Start. Und das hat viele auf dem falschen Fuß erwischt. Ist das jetzt schon der Washout gewesen? Das ist die große Frage. Ich hatte heute Morgen so ein bisschen eine Struktur versucht zu zeigen aus dem Jahr 2007. Da war es ja auch so, dass die Fed einen Notschritt von 50 Basispunkten gemacht hat, die Märkte nach unten gegangen sind, um dann zu dieser Katastrophenhosse anzusetzen, die dann aber wieder in sich zusammenfiel und in einen massiven Bärenmarkt mündete. Durchaus möglich, dass es diesmal auch so kommt, dass wir also erstmal nach oben laufen, um dann später, sehr viel später wahrscheinlich, erst im nächsten Jahr so richtig nach unten zu laufen, wäre zumindest ein denkbares Szenario. Schauen wir uns die Dinge in die Charts mal an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq. Die Charts, meine Damen und Herren, ja, die sind von Capital.com. Wir sehen hier, dass wir hier einen Boden gebildet haben heute oder gestern, genauer gesagt, so im Bereich 8.500, ein paar zerquetschte, hier so ein Doppelboden. Jetzt ist die Frage, kommt man über dieses Hoch, kommt man vielleicht sogar über das Hoch, das wir gestern erreicht hatten, nach der Zinssenkung der Fed? Das ist noch eine offene Frage, aber wie gesagt, die Liquiditätsfaktoren sprechen eine eindeutige Sprache, die Fundamentalfaktoren auch eine negativ eindeutige Sprache. Was setzt sich durch? Das ist die große Frage, die jetzt die 1-Million-Dollar-Frage ist. Schauen wir uns den S&P 500 an. Auch hier ähnliches Bild, 3065. Der deutsche Leitindex, der hält sich bei 12.140. Sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Hier diese Unsicherheitsphase. Wenn die sich nach oben auflöste, wäre da durchaus auch noch Potenzial, trotz aller Sorgen um Coronavirus. Wir sehen den Euro jetzt bei 1,1122. Diese Dollarschwäche verflüchtigt sich ein bisschen jetzt. Das wird Gold vielleicht auch bemerkbar oder für Gold bemerkbar sein, dann 1642 das gelbe Metall und Crude Oil in einer Seitwärtsbewegung mit Diskussionen, Kürzungen, ja, nein, wie auch immer, da steckt man heute nicht drin. Also, die Liquiditätsfaktoren sind eindeutig und sprechen für eine Rallye. Die fundamentalen Faktoren sind auch eindeutig und sprechen für einen Bärenmarkt. Wahrscheinlich ist es so, dass wir erst eine Rallye sehen und dann den Bärenmarkt. Das wäre zumindest ein zeitlicher Ablauf, der irgendwie aus dieser Gemengelage plausibel ist. Denn sie gehen alle all in, sie spenden Liquidität, sie pumpen rein, sie wollen fiskalischen Stimulus machen, wenn nötig. Das ist schon ein Stück weit ein Sicherheitsnetz möglicherweise unter die leicht panischen Aktienmärkte. Wir werden sehen, wie es ausgeht und jetzt wünsche ich erst einmal einen wunderbaren Feierabend und drücken Sie bitte heute Werder Bremen ausnahmsweise mal die Daumen, das wäre mir sehr recht. Gell? Servus.